Meine Damen, meine Herren, ich hoffe, Sie haben das Jahr 2022 gut begonnen und ich wünsche Ihnen viel Glück und alles Gute im weiteren Verlauf des Jahres. Der Normalbetrieb hat uns wieder, aber bevor ich Ihnen über das, was wir in der Stadt Kusel so alles dieses Jahr planen, etwas erzähle, muss ich doch noch mal eingehen auf Corona. Wir sind wieder in einer neuen Welle. Die Inzidenzzahlen gehen enorm hoch. In Kusel ist es so, dass die sogenannten Montagsspaziergänger gegen die Maßnahmen, die bei Corona getroffen werden, demonstrieren. Es gibt Gegendemonstrationen, die sind angemeldet. Die Corona-Spaziergänger sind der Auffassung, das müssen sie nicht. Aber das ist eine Veranstaltung, deshalb begrüße ich es, dass die Versammlungsbehörde bei der Kreisverwaltung eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen hat, dass dort eben die Corona-Regeln auch zu beachten sind, wenn man sich zu einer Demonstration trifft. Ich stehe dafür, das Demonstrationsrecht gehört in unsere Demokratie dazu. Man kann unterschiedlichster Meinung sein, man kann streiten, aber man muss sich auch an die entsprechenden Regeln halten, nicht mehr und nicht weniger verlangen wir von denen, die da auch auf die Straße gehen. Und das, was im Netz dann so herumgeht, das ist der Bastian Drumm, der dafür gesorgt hat und so weiter. Das ist Unfug, das sind Regelungen, die von der Versammlungsbehörde getroffen werden, die ich für vernünftig halte und die ein Stück dafür sorgen, dass in unserem Rechtsstaat auch Regeln eingehalten werden. Wenn man mit einer Entscheidung der Parlamente, der Gerichte nicht einverstanden ist, dann kann man im Rechtsstaat eben Klage erheben und das sind die Wege, die gehen. Und in der Demokratie streiten wir dafür. Weil wir dafür streiten, sage ich auch noch mal ausdrücklich an alle, überlegen Sie, ob Sie sich nicht impfen lassen, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Denn aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler Wissenschaftler ist das Mittel, dass wir diese Pandemie tatsächlich auch bewältigen und nicht im nächsten Herbst wieder mit Lockdown dastehen und das machen. Ich bin froh, dass diese Impfstoffe sehr schnell entwickelt worden sind. Ja, wir lernen dazu und Politik macht auch Fehler, wie alle Menschen, wenn wir zusammenarbeiten. Aber ich werbe dafür, dass Sie auch die Maske tragen, denn das ist ein Gebot der Rücksichtnahme und nicht eine unzumutbare Einschränkung der Freiheit und an den grundgesetzlichen Maßstäben lässt sich das auch entsprechend messen. Also lassen Sie uns gemeinsam diese Herausforderung einer Pandemie bestehen und schauen Sie mal ein bisschen in die Geschichtsbücher. Die letzte große Pandemie war die spanische Grippe zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Da sind Hunderttausende dran gestorben. Das wollen wir heute nicht. Also bitte auf gegenseitige Rücksichtnahme. Und alles Gute Ihnen. Bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.